Ja, hallo, mein Name ist Matthias Strauch. Wir sind hier im Forsthaus Stregansberg und das ist hier der Milchschafhof Stregansberg. Und der gehört uns und wie gesagt, hier betreiben wir seit etwa 4 Jahren eine Milchschafzucht und ja, melken die Tiere und machen Käse und Joghurt. Ja, wir züchten ostfriesische Milchschafe. Wir haben im Augenblick ca. 50 Muttertiere, die jetzt alle kurz vor der Lammung stehen bzw. gerade eben abgelammt haben. Hier vorne sind jetzt noch 2 Tiere, die gerade lammen müssen in den nächsten Tagen. Wir haben auf einer anderen Fläche noch 25 Schafe, die jetzt in den nächsten Tagen lammen müssen. Und wir haben jetzt hier ca. 20 Schafe, die in den letzten Tagen abgelammt haben. Und im Durchschnitt pro Lammung haben wir 2,3 Lämmer. Also wir haben einige Tiere, die 3 Lämmer haben und andere haben 2 Lämmer. Die ostfriesischen Milchschafe, es ist eine Schafrasse, die auf der roten Liste steht und ja, halt vom Aussterben bedroht ist. Und deshalb züchten wir die, um diese Rasse zu erhalten. Das setzt natürlich voraus, dass wir die auch nutzen. Denn wenn man eine Rasse nicht nutzt und weder das Fleisch noch die Milch verarbeitet, dann wird die über kurz oder lang aussterben und das möchten wir doch gerne verhindern. Ja, hier ist praktisch der Kreissaal oder die Entbindungsstation. Hier kommen die werdenden Mütter rein und lammen praktisch in ihrer Einzelbuchte ab. Das Schaf hier hat jetzt vor 2 Tagen gelammt und hat 3 Lämmer. Die 2 verstecken sich hier hinter und 1 hier. Und hier haben wir jetzt 4 Flaschenlämmer. Das war eine Mutter, die leider keine Milch hatte. Jetzt ist es so, dass wir diese Lämmer mit Milch versorgen, die wir bei anderen Müttern halt abmelken. Und die sind natürlich ganz verrückt. Ey Freunde, lasst mal meine Hosen in Ruhe. Die sind jetzt natürlich sehr auf uns geprägt. Schüssel separat. Und das fressen sie dann. Und dazu gleichzeitig in der Rinne noch ein bisschen Getreide. Wo sie nach Belieben dann so ein bisschen knabbern können. Und die Mütter kommen da nicht ran. Die können ihnen das nicht wegfressen. Das würden die also ohne weiteres sofort tun. Und von daher ist der Lämmerschlupf, wo die also hier eigenständig so ein bisschen knabbern können,